Also willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 7 Party Modus Sherman HD von mir in den Yoshi Tenno. Wir haben jetzt Party aufgehört mit dem Minispiel Schachbracht, was wir jetzt auch beginnen werden. Ich bin wieder in den Yoshi Tenno und Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Schachbracht. Warum auch nicht dieses schöne Minispiel? Dieses schöne Minispiel. Es wäre schön, wenn wir mal gewinnen würden, denn ich brauche, Münzen. Das Minecraft unter Mario Party spielen wir jetzt hier gerade. Hier bauen wir gerade ein paar schöne Steine ab. Das da links ist Bedrock. Also Rundgestein und so. Naja, ist schon meine und so. Aber ein paar Witze kann man schon mal reißen. Ich krieg nur so ein Scheiß. Hallo, wir brauchen mehr. Und gewonnen. Yes. Auch schon mal schön. Schöner Anfang ins Start. Von diesem Part. Sieger sind knochentrocken, wie auch knochentrocken so ganz eng geschrieben wurde. Ist echt lustig. Aber nun gut, das interessiert uns ja nicht. Uns interessiert uns nur die Sterne und der Gewinn von diesem Brett. Und mehr auch nicht. So, Toadette hat 49 Münzen, 3 Sterne, aber wir sind zurzeit noch auf Platz 1, aber wenig Münzen dafür haben wir. Ja, was nicht so toll ist, aber mal schauen, welche Windmühlen wir uns noch alle holen werden. Ja. Knochentrocken würfelt die 7. Ei, jetzt kann er sich die Windmühle schön holen. Nein, der holt sie gleich meine 2 an. Nein, der hat 17 Münzen gleich. Alter Schwede, ey. Kannst du übertreiben. So, jetzt nochmal die Eye-Cups, die den letzten Part ja so versagt hat. Aber naja, egal. Darüber reden wir jetzt nicht mehr weiter. Gut, eine 4. Geht doch schon mal. Könnten wir uns holen, aber ich mach's nicht. Boah, perfekt. Aber Bruderkapsel, naja, egal. Hauptsache nicht darauf gekommen. Hätte ich wieder 10 Münzen abgeben wollen müssen und das hätte ich nicht gern gemacht. Oh, jetzt kommt Mario mit seiner Feuerballkapsel. Aber zum Glück bin ich ja nicht vor ihm, von daher kann ja auch nichts passieren, außer er würfelt jetzt eine kleine Zahl. Ich hasse dich, Mario. Eieieiei. Ihr müsst verstehen, wenn einer vor ihm ist, dann muss 10 Münzen an Mario abgeben und das ist nicht so schön. Hallo, gut, wir kommen uns erstmal hier um das Vierspieler-Minispiel. Hürdenhüpf. Ja, Hürdenhüpf. Oh, und ja. Und danach schauen wir mal, was Sache ist. Das gute alte Hürdenhüpf. So. Noch ist es leicht. Aber da ich jetzt auch ein paar harte Leute bei uns haben, könnte es schon schwerer werden später noch. Jetzt kommt schon Elektro zum Einsatz. Oh Gott, ich kann mich gerade rein zu konzentrieren hier drauf. Das Ganze gerade so schnell geht. Hilfe! Oh no! Jetzt haben alle verloren. Alle haben verloren. Alle haben verloren. Bitte. Aus der Toilette. Ja, unentschieden. Perfekt. Aber ihr habt gesehen, zum Schluss war das so unglaublich schnell. Das schafft dann, glaube ich, gar keiner mehr. Außer Leute, die das Spiel im Kopf, im Schlaf können. Ja, das kann ich mir dann besser vorstellen. So, der nächste Bosser kommt. 10 von 20 Runden haben wir schon. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Fehlt nur nochmal die Hälfte. Es ist wieder die Bowser-Zeit, wie immer. Es ist Bowser-Zeit. Ich mache eine Windmühleplatte. Yay. Und komm, meine, mach meine, komm, meine. Ne, Marius. Oh, die Dreier wird kaputt gemacht. Auch nicht schlecht. Und kaputt ist sie. Ja, und jetzt ist die Dreier-Windmühle wieder von vorne da. Aber nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Aber naja. So, was macht man denn jetzt hier, Toadette? Toadette, was machst du? Ich würde mal sagen, würfeln. Würfeln ist immer gut. Kamek-Kapsel. Ich könnte sich auch eigentlich theoretisch meine Windmühle holen, aber keiner macht es. Warum macht es da keiner? Was mir jetzt ärgern wird, Knochentrocken holt sich gleich bestimmt meine Zweier-Windmühle. Den kenne ich doch, den Knochentrocken. Der wird es auf jeden Fall machen. Ich kenne den so. Das wäre so schade, wenn meine Zweier-Windmühle weg wäre. Wäre ein bisschen blöd. Mal schauen. So, erstmal Knochentrocken wieder irgendwo hin platzieren. Oh, mal hier hin.
Ich hoffe, ich bereue es nicht. Ach, da war ja eine Banditkapsel. Nein. Ich darf nicht an die Zahl denken, die ich jetzt brauche. Da darf ich jetzt nicht dran denken. Oh, Glück gehabt. Das war auch nicht schön, da komme ich von Mario. Oder auch noch nicht. Oh, Glück gehabt. Ja, alles perfekt hier. Noch ist alles perfekt, Leute. Noch. So, mal kurz ertrinken. So, sieht noch alles gut aus. Und das nächste Minispiel schon. Ach, geht jetzt ja aber schnell. Mit dem Minispiel, mein Name, Münzspende. Och, jetzt kann man sich schön Münzen holen. Auch nicht schlecht. Die Leute müssen sich nur anstrengen. Dankeschön. Habe ich alle Harten? Schade, ich hätte gerne alle Harten gehabt. Der wäre vielleicht besser gewesen. Aber egal. Y. So. Komm, Mario. Na, geht doch. So. Sie muss P, er muss L. Mario, bist echt so zum Kotzen. Ich könnte Mario so umbringen, wisst ihr, Leute. Y, Mario. Danke, Mario. Brauchen aber 30 Jahre, bis die mal Knopf wird. Das ist echt schlimm. Oh. Ja, gut, alle haben 9. Naja, egal. Ich hätte aber gerne mehr Münzen gehabt. Aber nee, alles Mario schuld. Mann. Nee. Okay, ich habe ja 35 Münzen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da kann man wieder viel anfangen mit. Und boah, das geht schon vorne wieder los. Kennen wir. So, Toadette, holt sie sich jetzt meine Windmühle oder nicht? Ich denke mal, ja. Außer sie will sie nicht. Ja, war klar, dass das... Sie musste es ja machen. Schlimm ist sowas, das ist schlimm. Och, Menno, mein schöner Stern. Dumm. Ach nee, Knotrogen holt sich auch noch gleich meine Zweier-Windmühle. Och nö, so als Scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck, ist aber so. Ach komm, mach's, Knotrogen. Aha. Ah, ich hasse Knotrogen dafür jetzt gleich so. Hab ich gleich reingetan? Ich hatte 23 reingetan. Ja, war klar, genau 24, obwohl die kriege ich schnell wieder zurück. Ich muss dann nochmal hinkommen. Da muss ich jetzt unbedingt hin zu dieser blöden Windmühle. Da seht ihr, Leute, wie schnell sich hier die Sterne ändern können. Oh, Menno, ey. Oh Mann. Das sieht nicht gut aus. Obwohl, wir haben genug Münzen. Ich freue mich auch noch Marius. Windmühle auch nicht schlecht. Warum auch nicht? Nun gehört zur Knochentrocken. Ja, kennen wir. So, dann sind wir jetzt dran. Ja, nein, es ist gut, so kommen wir nicht vom Mario. Aber ist auch wieder ein bisschen schlecht, aber na egal. Ich hoffe, er geht nicht gleich den Zweierweg. Das wäre ein bisschen doof. Nein, der Zweierweg ist auch... Oh, nö. Klingt jetzt ein bisschen blöd. Weil wir ja schon wieder diesen einen blöden Weg gehen. Ey, das ist ja zum Kotzen. Vielleicht so zum Kotzen wieder. Ich glaube, ich werde gleich fliegen. Also wenn der Platz zur Dreiermühle jetzt nicht auf ist, weil ich jetzt auch glaube. Ich glaube, ich werde dann fliegen. Ja, ich glaube, was anderes hat jetzt auch gar keinen Sinn. Ich glaube, ich werde gleich fliegen da. Mit diesem Blatt da. Dann wäre das Ganze schon passen. So, komm. Mario, U-Duell auch noch. U-Duell gegen. Normal, wenn die Gegner schlau wären, würden sie Toadette anwählen, aber die nehmen meistens mal den ersten. Also, Toadette, nee, ist doch richtig. Aha. Na denn. Mario gegen Toadette. Der Digga darf das Flop verdrehen. Lassen wir die Laune zuerst entscheiden, welches Spiel gespielt wird. Eigentlich gewinnt Toadette, weil die ja besser ist. Die ist hart und der Mario ist ja halt, ja. Ihr wisst schon, normal halt. Also Schwierigkeitsgradstufe und so. Ne?
Gut, jetzt können wir zuschauen, was ein bisschen langweilig wird, aber ich schätze eh, der Toilette gewinnt. Da sie halt hart ist oder schwer. Was weiß ich, wie jetzt nochmal hieß. Ich glaube, sie ist hart, ja. Aha. Naja, gerade spannend kann man das jetzt hier nicht gerade sagen. Ja, und da ist mal nämlich schon der Fehler passiert. Sieger ist Toilette. Warum auch nicht? So, ich habe gewonnen, Toilette. Nun dürft ihr am Klopp-Top mal drehen. Aha. Nehmt euch die Hälfte von Marios Münzen. Von einer werden 0,5, aber die gibt es ja nicht, also wird aufgerundet auf 1. Auch nicht schlecht. Gut, Leute, wir spielen im nächsten Part. Ja, ich weiß, Leute, der Part ist ein bisschen kurz und so, lalalala, aber ich finde, ja, passt schon so von der Länge. Also, wir spielen im nächsten Part das Mikro-Mini-Spiel. Urplötzlich. Ja, Leute, das war's erstmal für diesen Part. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wenn es wäre, Let's Play Mario Party 7 Party Motor Sherman HD von mir, Ninjoshi Tendo. Bis dann sage ich, ciao, Ninjoshi Tendo.